Was wir auch aus dem Hadith entnehmen, ist die Sunna des Tahnik. Wisst ihr, was der Tahnik ist? Der Tahnik, das, was der Prophet ﷺ gemacht hat mit dem Jungen, mit der Dattel, mit dem neu geborenen Jungen. Der hat die Dattel genommen, sie weich gekaut, bis das eine Art Brei geworden ist. Ja? Und das sozusagen damit den Gaumen des Kindes beschmiert. Das nennt man Tahnik. Und ist das eine Sunna? Die Ahlul Ilm erwähnen hier zwei Ansichten. Die einen sagen, das ist wegen dem Tabarruk gewesen. At-Tabarruk. Naam, At-Tabarruk kommt von dem Wort Segen. Das heißt, dass dies getan wurde, ich sag mal so, um den Jungen zu segnen durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. In diesem Fall sagen manche Gelehrten, ist das dann eine Handlung gewesen, die spezifisch für den Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Manche sagen, nein, das war nicht nur deswegen und deswegen macht das jeder. Also wenn du ein Kind bekommst, dann nimmst du dir eine Dattel. Was manche machen übrigens, muss man kurz erwähnen, das darf nicht gemacht werden. Manche Leute, wenn sie keinen Dattel finden, dann holen sie Honig und schmieren dem Kind Honig in den Gaumen. Das ist aber nicht richtig und das ist gefährlich. Honig ist für neugeborene Säuglinge gefährlich. Und deswegen darf man denen keinen Honig in den Mund schmieren. Und wenn man keinen Dattel hat, dann lass es. Menschi? Nein. No.